Ja, hier haben wir drei Fotografien von Marc Peschke, dem Wertheim geborenen Kunsthistoriker und Fotokünstler und Kulturjournalist. Und diese drei Bilder haben wir in die Ausstellung genommen, weil sie im Grunde genommen das Interieur fortsetzen, das Thema, aber ganz reduziert auf ganz unbedeutende, eigentlich unbedeutende Situationen hinweisen. Ein Ausschnitt des Vorhanges hier, der passt natürlich optimal zu den gründerzeitlichen Bildern, die wir oben gesehen haben, oder die Tapete, die hier einen vor den Pflanzen, hinter den Pflanzen erscheint, und dann diese ganz spartanische Ecke, wo der Blick auf die faszinierenden Fußboden einer italienischen Villa fällt und die Wände einfach nur gelb sind. Ganz reduziert, aber irgendwie doch Bewusstmachung auch auf das Unbedeutende zu achten.